Wenn ihr die Strecke kennenlernen möchtet oder selbst mal fahren, bitte einsteigen, aber darauf achten, wegen Gluthitze ist manchmal wegen Klimaanlage und geöffnetem Fenster ein leises Rauschen zu hören. Im Lauf der Zeit ist aber auch zu bemerken, dass sich die Gluthitze offenbar auch auf die Gemüter ausgewirkt hat. Entschuldigung dafür. 12:20 Uhr. Wir haben gerade die Scheiben geputzt, vollgetappt und geladen und bewegen uns jetzt raus aus Terrassa in Richtung Madrid. Also raus aus Katalonien ins richtige Spanien. Geht schon los. Bis gleich. Bewölkt. Ist auch gut so. Wir sind jetzt nur für später mal bei Cervera. Viel zu sehen gibt's nicht. Außer ganz helles Gestein. Ups. Cervera Süd. Das war's. So, wir sind in Leida. Ah ja, ich kann sein, dass es ist. Und sehen mal wieder. Aber überall. Jetzt ist eigentlich viel Grün. Ich habe gerade von viel Grün gesprochen. Und dann haben wir da im Hintergrund schon wieder ein bisschen weniger. Und Leitplanken. So. Büsche. Wein. Oder was wird hier gezogen? Weiß man nicht. Und da vorne ist wieder so eine hohe Sanddüne. Hier genug gibt. Außerdem sind wir hier in Aragon. Das kann nicht mehr Katalonien sein. Ja. Krass.
Ja, da sind Höhlen drin. Und da wird was ab, oder wurde was abgebaut, weil diese Fabrik. Da steht auf dem Berg. Da steht auch irgendwas auf dem Berg. Überall stehen wir auf dem Berg. Und der Toro? Immer noch kein Toro? Das ist aber echt gut. Ah, klar. Immer noch auf dem Weg nach Saragossa. Die etwas trockene, sandige Ebene. Und die etwas nasse, schwitzende Chauffeurin. Naja. Verschiedenen Landschaften, aber da kommen bestimmt noch ein paar andere verschiedene. Viele verschiedene Kirchen. Wo mal das wie eine Ranch? Zwei, drei Bauernhäuser drumherum waren. Diese Zahlen da drum. Nicht, weil das hier so schön ist, sondern weil wir gerade über den Längengrad Greenwich gefahren sind. Ich kann es nochmal filmen, glaube ich. Oder ich kann es nochmal filmen. Ja. Wieso? Sind wir jetzt schon wieder? Ist der Meridiano de Greenwich? Si, si. Gib mir die bei Zaragoza. Das reicht. Tschüss. Hier ist die Bahnstrecke nach Madrid. Hier fahren wir jetzt hinterher. Das ist das Ebro-Delta. Eigentlich ist das sehr schön. Ja, trockengelegt. Wie eigentlich? Wo soll das denn hin sein? Ja, dann sag doch nicht. Ja, der Robert hat uns gerade erzählt. Entschuldige, ich muss gerade mal wieder die verschiedenen Landschaftsformen hier festhalten. Außer den Leitplanken. Bahnlinien und links. Was? Bahnlinien und links, direkt an der Autobahn? Oder ist das wieder Strom? Wo sind wir jetzt? Also, das Wort Vielfalt ist hier irgendwie fehl am Platz. Hier ist viel. Gleiches, trockenes, weißes, unbewohntes, unbehaustes. Ja. Leitplanken sind noch höher als bei uns. Nur mal so für den Karola von dem nächsten Mal. Ja. Das ist tatsächlich ein Haus. Natürlich unbewohnt und kaputt. Aufhören zu schütteln. Entschuldigung. Ja, guck's dir an. Villa Franca de Ebro. Hier. Super. Die Kirche ist auch. Und noch ein Storch, noch ein Storch. Was? Da oben auf dem Mast hier. Rechts, links, überall Storch. Oh. Da kommt, da. Da, Storch. Da. Storch, Storch, Storch. Meine Fresse, war hier was los? Ja, wir sind jetzt. Dann sag mir doch mal, wie das hier heißt. Urbanización El Del Condado. Von Alfa Yarin. Ja, Alfa Yarin kennt man aus dem Telefon. Buch. Mit der Präsidentin und so. Wer in Alfa Yarin? Storch after Storch und Kirche after Dom und alles aus dem Telefonbuch. Und da steht der erste. Oh ne, muss ich ranzoomen. Wir zählen jetzt Stiere. Wo ist er denn? Oh, ich bin verkehrt. Ist er noch da? Nee. Ja, wir zählen jetzt Stiere, die Farbe, die gehört. Ist jetzt hinter Büschen verschwunden, eine Burg oder eine Kirche? Ja.
habe ich hier zu tun? Alles da, guck mal, wie schön der da. Wie schön der da auf dem Berg steht und die Burg bewacht und schon wieder die Kirche. Oh, hier blüht was. Ja, der. Hey, was ist denn hier los? Wieder ein Turm. Wieder ein Turm. Oh, das ist Alpha, da, ne? Alpha Farin. Alpha W. Alpha W. Alpha W. Der Nordsee. Was? Oh. Das ist ein Turm, kein Turm. Nein. Komm mal runter. Oh, jetzt ist aber schlapp geworden. Wer? Was? Von der Seite. Die ganzen Drücken hier, die ganzen Arbeit. Schön, die ist auf dem Balkon, sieht schön aus. Oh, da ist der Name. Oh, was? Oder zwei oder drei Urbanisationen und sind jetzt irgendwie in La Muela. Was heißt das? Die Eselin oder? Hä? Nee, nicht Muelo. Muela. Warum ist Muelo nicht Esel? Nee, Muelo ist Esel. Muelo, du denkst an Muelo. Ich denke an Muli. Muli, ja. Ja, im Deutschen sagen wir Muli. Muli. Muss doch woher kommen. La Muela. Ich kenne auch Manuela. Natürlich muss das davon kommen. Langsam. Toro numero due. Los. Wir sind nicht in Italien. Hallo Toro, was steht an dir dran? Alems. Okay, wieder ganz schlank? Wieder ganz fett. Schönes Sicht nach unten auch wieder. Gar nichts. Hier aufs Trockene. Viel Wind, aber den sehen wir leider nicht.
Wir haben ihn aber gerade gespürt. Hier fehlt ein Stier. Ja, in der Tat. Hier fehlt ein Stier. So eine F-spanische Flagge tut es da nicht. Müsste auf jedem Berg ein Stier stehen. Ja, noch einer jetzt. Dann fängt Tobit. Fängt sie eh gleich am Schreien. Was, Tobit? Ja, guck mal, hier wird immer etwas abgebaut. Ich muss noch lesen, was. Morata. Santa Cruz. Schon in Teneriffa. Santa Cruz gibt es immer überall. Auf der ganzen Welt gibt Santa Cruz. So, jetzt höre ich mal auf, das ist einfach zu aufregend hier. Gräser. Nee, da hinten ist wieder so ein Ödland. Ja, man hätte sich eher informieren es müssen. Es regnet, ich lag mich kaputt. Was? Regnet es? Wo regnet es? Naja, ich komme ja durch Regenwolken. Ich glaube, ich habe zwei Regenwolken. Endlich mal Abwechslung. Endlich mal Regenwolken. Mensch. Endlich mal Abwechslung. Zu Sträuchern. Sträucher mit weißen Hochbuchs. Jetzt gibt's gleich einen Tunnel. Oh nee. So. Das Tor. Also, Puerto ist nicht. Puerta wäre das dann aber. Also, wo ist denn hier der Puerto? Mitten in der Wüste gibt es einen Hafen irgendwo, wir sehen ihn nicht. Puerto de Morata. Da hinten. Da oben steht was Rundes auf dem Berg. Ein Dorf irgendwo ins. In die Berge geklebt. Shit. Ich filme schon und quatsche und das passt gar nicht, weil das so unheimlich aufregend ist. Büschel, Caro. Leiblanke, Mama. Steine. Dora. Aufregung. Tor. Tor. Gut. Ja, na, Lisa. Lisa, wie er fett? Nein, Lisa, wie er schlapp. Nein, ich knipp's den jetzt nicht von ihm. Mit einer Aufregung. Viereckige Wolken. Zwei Stück hintereinander. Es könnten drei sein. Und das war's. Das ist der wilde schwarze Bäume. Sonst nichts. Also, du kennst schwarze Bäume. Wir sind in Arizona. Im Indianerreservat. Oh ja, das könnte man hier machen. Ja, sehr gut. Alle Mann hierher, dass man wenigstens etwas Bewegung sieht. Also, Gesteinsarten gibt es hier in jeder Farbe. Nur blau haben wir noch nicht gesehen. Alles andere ist da. Das ist aber auch alles. Und sehenswert ist überhaupt nicht. Endlich kannst du was filmen. Ja, endlich haben wir was Interessantes. Caro läuft mit dem Schrubber durch die Gegend. Sag ich dir, ey. Nicht wieder auf die Scheiben. Ja. Oje. Oje. Hier muss schön meine Technik. Mein Gott. Hast du ihn? Nummer 4. Hast du ihn? Gott sei Dank. Boah.
aus Aragon und in Sarria. Falls das jemand interessiert, ich nicht. Ja, Nummer 5. Häuser. Eine Kirche. Nichts Gelbes. Doch, da gibt's nicht. Es tummelt sich ab. Juhu, Buschel, Buschel, Buschel. 6. Nummer 6 aus dem Rückfenster, ja. Die sind echt schwer zu sehen momentan. Algora. Stier in Algora. Tschö. Madrid, ja. Nein, deswegen verstehe ich nicht. Oder ist das hier der erste Lasthof, der erste bekannteste? Oder? Ja, und die wollen sie jetzt verabschieden hier aus. Sie von der Strecke? Langweilig. Öde heißt das. Okay. Und ja, ziemlich öde. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in die Stadt reingehen. Caroline hat gesagt. Wir fahren nicht in die Stadt, also wird das jetzt Schluss sein, es sei denn, da stürzt gleich ein Flugzeug ab oder irgendetwas passiert. Oh, nee.